So, passend zur Videoreihe, zum Trainingskurs, ja, und passend zur Erklärung von Push-Pull-Legs zeige ich euch jetzt mal meine Pull-Session, beziehungsweise wie ich meine Pull-Session strukturiere, mein echtes Training. Was ihr dafür wissen müsst, ist, dass ich aktuell in so einer Recovery-Phase bin. Das heißt, ich bin sozusagen auf mehr oder weniger Erhaltungsvolumen, was so einen kleinen Reiz erzeugt. Das ist vielleicht eventuell dann in der Zeit, wo ich aufbaue, ein bisschen mehr, ja, oder auch in der Diät ein bisschen mehr. Aber nichtsdestotrotz ist die Struktur des Trainings dann wahrscheinlich immer gleich. Ihr könnt trotzdem sehr, sehr viel mitnehmen vom Training. Natürlich ist das halt nicht immer optimal, weil sich die Trainingseinheiten auch immer ein bisschen verändern. Ja. Mal fügt man einen Satz hinzu, mal ändert man eine Übung. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist das hier, so wie es jetzt ist oder so wie ihr das jetzt seht, meine eigene Pull-Session, die ich aktuell auch so trainiere. So, der Vorteil bei Pull ist, man muss sich eigentlich nur einmal warm machen und dann kann man auch gut durchtrainieren. Das machen wir jetzt am Anfang jetzt hier beim Langhantelrudern. Ich mache meistens mit der Stange ein paar Reps so und dann mit einer Platte, zwei Platten, drei Platten und dann fange ich schon an, meine Arbeitssätze zu machen. Genau, ich mache aktuell bei jeder Übung nur ein bis zwei Sets, also ziemlich wenig, wie ich ja gerade schon erwähnt habe. Ja. Zughilfen sind natürlich in jeder guten Pulssession am Start. Ja, weil wenn ihr jedes Gewicht noch festhalten könnt, dann ist es wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass ihr nicht stark seid oder nicht wirklich hart trainiert, ja. So, ich mache mit 3,20ern und einer 10er mein Working Set und mache jetzt hier mit drei Platten noch zwei, drei Reps. Wenn sich dann alles fresh anfühlt, dann mache ich meinen Arbeitssatz. So, wie gesagt, diese Session aktuell und das Training von mir ist ausgelegt auf Muskelerhalt. Deswegen mache ich aktuell halt immer das Gleiche so. Ne? Aber ich würde auch so trainieren, wenn ich Muskeln aufbauen wollen würde. Genau, und zur Trainingsplanung. Langhantelrudern trainiert ja, wie gesagt, die Rückenbreite und ja, primär die Lats. Aber ich plane natürlich auch ein bisschen Überlappungsvolumen ein für den oberen Rücken und für meinen unteren Rücken, weil die werden die Muskeln werden natürlich auch mit trainiert und es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass ihr, wenn ihr mit dem Volumen zum Beispiel am Anfang in der Planung klein einsteigt, das am besten schon gut verteilt. Ja? Das heißt hier zum Beispiel primär Lat, ja? Aber auch ein Reiz mit dem Upper Back und ja, im unteren Rücken ganz, ganz, ganz wichtig. So, zwei schwere Sätze. Das war es auch hier schon. Ja, den einen ein bisschen schwerer, aber das natürlich ein bisschen wenig Reps waren, ein bisschen Gewicht verringert, ja. Und so habe ich einen sehr guten Reiz gesetzt, ja. Zumindest für die aktuelle Phase. So, als nächstes machen wir Pull-Ups. Ja, Arm breit zum Körper führen. Da machen wir auch zwei Sätze, ja. Aktuell habe ich mich für Pull-Ups entschieden. Einfach um den Verschleiß vom Latzug mal ein bisschen wegzulassen, ja, einfach mal durchzutauschen und ist ja wie gesagt das gleiche Movement, das heißt, ihr könnt euch da entscheiden, ob ihr zum Beispiel einen Latzug geht, ja, oder in der Pull-Ups macht, das ist eigentlich relativ egal. So, und wie ihr schon gesehen habt, habe ich gerade den Satz beendet, als ich, ja, sage ich mal, 50-70% Range of Motion nicht mehr eingehalten habe und das habt ihr schon in der Folge gesehen, wie ich das erklärt habe, aber hier nochmal praktisch gesehen. Die Übung ist in der verkürzten Position am schwersten. Also kann ich hier eben noch viele halbe Reps rausquetschen, aber das mache ich natürlich nicht, sondern ich beende dann den Satz. Ne? Bei einer gewissen prozentualen Range of Motion. So, ne? 50-70%. Und zur Pull-Session an sich. Ich wechsle mich praktisch zwischen verschiedenen Movements ab. Ja? Das heißt, ich mache erstmal eine Ruderbewegung, einen breiten Pulldown, ja, einen engen Pulldown, dann ein Upper Back Row für den oberen Rücken rudern, dann Rear Delt Row für die hintere Schulter rudern, dann den Arm gestreckt zum Körper führen, um die Arme nochmal rauszunehmen, dann ein bisschen Bizeps. Ja. Das heißt, ich habe praktisch von jedem Bewegungsmuster aktuell mindestens eine Variante drin. Ja. Und da könnt ihr auch mal sehen gleich, wie ich das kombiniert habe und wie praktisch diese Bewegungsmuster
sinnvoll kombiniert wurden in der Session. Ne? Da wir schon viel drüber geredet haben. So, und weil ich möchte, dass diese Übung hier in der gedehnten Position am schwersten ist, stelle ich den Sitz ein bisschen weiter runter. Ja? Und so kann ich praktisch mit dem Set starten, wie der Arm hier gerade ist. So. Und wenn der Arm im rechten Winkel zur Schwerkraft steht, habe ich natürlich die größte Last in der gedehnten Position. Und deswegen mache ich das so. Das ist für mich eine ganz gute Ergänzung zu dem Training. Ja? Weil gerade habe ich ja beim Pulldown den Leib in der verkürzten Position trainiert. Deswegen nehme ich hier natürlich die gedehnte als sinnvolle Ergänzung. So, und wie ihr gesehen habt, Resistenzprofil hier ist zwar nicht exakt so, aber hier ist es schon eindeutig, zum Beispiel, wenn ihr keine richtige Rep mehr schafft, dann könnt ihr sozusagen diese Last, diese große Last der Dehnung nicht mehr überwinden. So zwischen unilateralen Übungen solltet ihr euch unbedingt ein bisschen Pause lassen, einfach damit ihr auf beiden Seiten den gleichen Reiz setzt. Ja? Wenn eine Seite stärker ist, fangt meinetwegen auch mit der schwachen Seite an und macht direkt mit der starken Seite den Satz. Aber wenn ihr ausgeglichenes Wachstum wollt, solltet ihr euch schön Pause lassen. Also es muss nicht so lang sein, vielleicht eine Minute oder so. Aber wenn ihr zum Beispiel direkt die andere Seite machen würdet, würdet ihr einfach nicht den gleichen Reiz setzen. So, als erstes machen wir einen Upper Back Row und danach einen Rear Delt Row und zwar in der gleichen Maschine. Aber das erste, was ich hier immer mache, ist eine Platte zu holen, dass ich ein Tickchen höher sitze, ja, und so kann ich, sag ich mal, besser meinen Upper Back treffen. Genau, wie wir hier gelernt haben, wie gesagt, das ist eine Upper Back Übung, deswegen fokussieren wir uns nicht darauf, den Arm zum Körper zu führen, sondern wir fokussieren uns darauf, unsere Schulterblätter zusammenzuziehen. Erstmal in die maximale Dehnung, das heißt, die Schulterblätter so weit wie möglich nach vorne und dann hinten zusammenziehen. Ja, das werdet ihr jetzt auch gleich ganz gut erkennen können an meinem Rücken. Ne? So, hier mache ich zwei Sätze. Ja, und danach mache ich noch zwei Sätze Rear Delt Row. Das ist im Prinzip eine ziemlich unbekannte, aber auch underratete Übung für die hintere Schulter. Ja. Gucken wir uns gleich mal den Unterschied an. So, nächste Übung ist Rear Delt Row, also eine Rudervariante für die hintere Schulter. Dafür verringern wir das Gewicht. Und das Ausschlaggebende ist im Endeffekt, dass ihr das gleiche Movement macht, aber ohne Schulterblattbewegung. Ja? Das heißt, nur euren Arm nach hinten führt, ja? Aber nicht versucht, eure Schulterblätter bewusst zusammenzuziehen. Das ist der Unterschied. Und damit trainiert ihr eben halt eure hintere Schulter und nicht den Upper Back. Ne? So, wie wir ja schon gelernt haben, auch während des Trainings, ja, ich gucke, Ausführungssitz, kriege immer ein geiles Feedback. Mein Rücken ist pumpt, Rückenbreite ist pumpt. Ja, also alles, was aufgepumpt sein muss, ist aufgepumpt. Und alles, was nicht aufgepumpt sein sollte, ist nicht aufgepumpt. Ja, das heißt, meine Arme haben jetzt nicht den Überpump, aber dafür mein Rücken. Das ist immer ein richtig geiles Feedback, dass ich meine Muskeln auch treffe. Ja? Also das, was ich euch die ganze Zeit versuche beizubringen, aktiv beobachten, was ihr trefft. Ja, ich spüre das gerade. Das ist immer ein gutes Feedback. So, jetzt machen wir noch die Isolationsübung für meinen Lat, weil ich habe Probleme damit, den zu treffen, wegen meinen Armen. Meine Arme sind sehr dominant, ja. Ich habe eine sehr starke Armbeugemuskulatur und deswegen machen wir uns die Kraft des Pullovers zunutze, und zwar unseren Lat zu trainieren, ohne unseren Arm zu involvieren. Wir haben den Arm gerade, ja, und somit können wir zwar unseren Arm zum Körper führen,
aber wir beugen unseren Arm dabei nicht. Ja? Und das ist sehr, sehr sinnvoll, vor allem wenn du immer merkst, ey, mein Arm übernimmt sehr viel, ja, beim Ziehen generell. Ja? Und was man da beachten muss, ist, der Teil von, sag ich mal, hier bis hier ungefähr, der ist Brust. Ja? Das heißt, wenn dir jemand erzählt, Kurzhantel Pullover, Dumbbell Pullover, ja, ist für den Lat, das ist Quatsch. Das ist kompletter Käse. Die Bewegung von hier bis hier, die ist Brust. Ja? Deswegen müsst ihr darauf achten, dass ihr eure Range of Motion einschränkt. Das heißt, ungefähr von hier bis hier den Arm zum Körper führt. Ja? Aber wenn ihr das macht, werdet ihr auch schnell merken, dass euer Lat extrem aufgepumpt ist. Weil das halt, wie gesagt, der einzige Muskel ist, der da wirklich arbeiten kann. So, ne? Beziehungsweise so eure Rückenbreite. Also das, was dafür verantwortlich ist, halt euren Arm zum Körper zu führen. Ja? Normalerweise würde ich mir jetzt hier eine Bank nehmen, um das zu machen. Aber jetzt ist gerade sehr, sehr voll und deswegen verzichte ich jetzt auf die Stabilität. Das ist aktuell auch noch okay. Aber wenn ihr hier zum Beispiel sehr, sehr stark seid, würde ich euch empfehlen, stellt euch hier eine Bank hin, gegen die ihr euch lehnen könnt. Und habt ihr natürlich mehr Stabilität. Ja, ist klar. Aber ich werde es jetzt auch so hinbekommen. Ja? Ich muss sagen, das ist mit Abstand die Übung, wo ich das beste Feedback bekomme, eben weil die Muskulatur so extrem isoliert wird. Ja? Das heißt, ihr habt gar keine Wahl praktisch, als euren Arm zum Körper zu führen. Und da kann gar nichts anderes mit involviert sein. Ja, wenn Stabilität ein limitierender Faktor ist, nimmt ihr eine Bank. Aber ja, das ist wirklich eine sehr, sehr geile Übung, die sehr underrated ist. Und ich empfehle euch, holt euch so eine Fußschlaufe, macht die einseitig. Dann habt ihr natürlich aufgrund des geringeren Gewichts eine größere Stabilität. Ja? Aber wenn ihr relativ schwach seid, könnt ihr das auch mit ja, einem Seil machen oder so, ne? Oder mit einer geraden Stange. Das ist eigentlich relativ egal, aber wir versuchen natürlich maximale Stabilität zu bekommen. Weil wenn wir stärker werden, kann es auch mal sein, dass wir so nach vorne gezogen werden. Und das wollen wir natürlich nicht. Ne? Ist jetzt noch nicht der Fall, aber wenn ich zum Beispiel ein Seil nehmen würde, hätte ich schon Probleme damit. Hier machen wir auch zwei Sätze. Danach machen wir noch Butterfly Reverse und Curls für den Arm. Manche Leute haben Probleme, ihre Arme nach einer Pulssession zum Wachsen zu bringen. Höchstwahrscheinlich, weil die Ausführung noch nicht so gut ist und deshalb sehr viel Erschöpfung im Arm verursacht wird. Aber es ist definitiv möglich, dicke Ärmel zu bekommen, wenn man den Hilfsmuskel auch anschließend zur Session trainiert. Das heißt, Pull Bizeps, Push Trizeps. Dafür muss einfach die Ausführung passen. Ja? Manche Leute können das, manche Leute können das nicht. Das ist immer ein bisschen individuell. Wenn du das nicht kannst, kannst du ja dein Training umplanen. Und wenn du das kannst, machst du es einfach. Kannst auch einen extra Armtag machen. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja? Ich möchte nur sagen, dass es definitiv im Rahmen des Möglichen ist, dicke Arme zu bekommen, wenn man sie nach Push und nach Pull als Hilfsmuskel sozusagen trainiert. Ja? Mit der Erschöpfung. Es ist jetzt nicht so, dass es Fakt ist, dass du, wenn du Push-Trizeps trainierst, auch so automatisch einen schlechten Arm hast. So. Ein bisschen die Trainingsplanung anpassen vielleicht, kannst du trotzdem einen dicken Arm bekommen. Also sozusagen nochmal zum Abschluss, also dieser Pullover mit ein bisschen eingeschränkter Range of Motion ist eine extrem gute Isolationsübung, vor allem wenn man Probleme hat, seine Arme beim Ziehen rauszunehmen. Ne? Ich mache jetzt zwei Sätze, jetzt noch jeweils zwei Sätze pro Seite und dann gehen wir zur Butterfly Reverse. Mach ein bisschen was für die hintere Schulter. Ihr habt auch schon gesehen, diese Übung hier ist in der gedehnten Position am schwersten oder in einer gedehnteren Position. Und das heißt, ich würde praktisch einfach keine Rep mehr schaffen, so wie gerade. Ja, das heißt, wenn ich 100% Effort gebe, schaffe ich sozusagen die letzte Rep und dann geht einfach nichts mehr, weil ich diese große Last nicht überwinden kann. Ja? Das ist nicht immer so, weil manchmal ja, reicht es doch noch gerade so, um irgendwie diese größte Last zu überwinden und dann kriegt man trotzdem die Range of Motion nicht mehr richtig hin. Das kommt schon mal vor. Das sind auch keine Regeln, die immer gelten. Das sind nur Sachen, die höchstwahrscheinlich sind, wenn alles perfekt läuft. Ja? Man muss auch verstehen, dass Training nicht immer perfekt läuft und es eben deshalb auch mal sein kann, ja, dass man da vielleicht trotz gedehnter Position noch zwei Drittel Rep rausquetscht oder so. Ja? Also das kommt schon mal vor.
So, und das Wichtige auch beim Reverse Fly ist, die Bewegung einzuschränken und vor allem die Bewegung der Schulterblätter einzuschränken. Ja? Das heißt, ich gucke, dass ich zwar meinen Arm nach hinten führe, aber hinten die Schulterblätter nicht zusammenziehe. Ja? Wie gesagt, wenn ihr hier einen heftigen Pump im oberen Rücken habt, dann habt ihr vermutlich zu viel Schulterblattbewegung gehabt. Ja? Also wie gesagt, achtet darauf, dass ihr euren Arm nach hinten führt, aber eure Schulterblätter nicht viel bewegt. Und dann seid ihr sozusagen gut dabei, eure hintere Schulter auch zu reizen. Ja? Ich hatte immer ein bisschen Probleme mit meiner Bizepssehne, deswegen mache ich hier vorm Bizeps sogar noch mal ein paar Warm-Up-Sets, aber jetzt nichts Krasses oder so. Ich mache einfach ein bisschen hier mit 10 Kilo Hanteln so. Und wenn ich dann der Meinung bin, ich kann schmerzfreien Satz machen, dann starte ich auch schon direkt. Das heißt, so ein bisschen, ein paar Reps machen, einfach mit wenig Gewicht, um sicher zu gehen, dass man sich nicht verletzt. Ja, also würde ich normalerweise nicht machen, weil ich ja schon warm bin, aber hier achte ich nochmal drauf. Ja, das Gleiche mache ich übrigens auch beim Strecken des Arms. Ja. Einfach, weil es einfach nicht ganz ausreicht, die ganzen Ruderbewegungen und Pulldown-Bewegungen, um meinen Arm warm zu machen, ganz einfach. Ja, deswegen mache ich mich nochmal warm. So, für die Armbeugemuskulatur mache ich jetzt einfach 2 Sätze Preacher Curls, ja, und 2 Sätze Padded Hammer Curls, ja. Der Vorteil hier ist einfach, dass ihr euren Muskel ein bisschen besser reizen könnt tatsächlich. Es gibt eine Studie, die hat, glaube ich, Incline Curls mit Preacher Curls verglichen und da war Preacher Curls einfach ein bisschen besser, was den Reiz angeht, ja. Genau, deswegen mache ich die Übung auch und davon mache ich 2 Sätze, ja, und dann noch einen Satz Padded Hammer Curls. Der Vorteil ist auch einfach, dass ihr hier unglaublich viel Stabilität habt, ja, und Stabilität ist bei vielen Übungen oder bei eigentlich allen Übungen ein Riesenfaktor, ja. Manchmal macht es natürlich Sinn, darauf zu verzichten, weil die Übung trotzdem gut ist, aber ich würde sagen, wenn ich nicht auf Stabilität verzichten muss, macht es immer Sinn, das reinzunehmen. Aktuell trainiere ich auch aufgrund generell so von Problemen ein bisschen höheren Wiederholungsbereich. Ich gönne mir sozusagen mal eine Phase, wo ich nicht ultra schwer trainiere, einfach damit ich diese Probleme halt nicht ewig durch mein Training schleppe. Ja? Das heißt hier aktuell mit 20 Kilo Curls mit wenig Gewicht im höheren Wiederholungsbereich. Ja? Einfach den, wo ich schmerzfrei ins Versagen komme. Irgendwann, wenn ich dann komplett schmerzfrei bin, kann ich wieder vielleicht in höheren Wiederholungsbereich wechseln. Aber ja, es macht einfach keinen Sinn, schwer zu trainieren, wenn es Probleme verursacht. Ne? Und ich sehe das auch schon, am Ende hier neigt man wirklich dann auch so ein bisschen, sag ich mal, mit Schwung zu arbeiten. Aber ich gucke dann, dass ich mich zwinge, das nicht zu tun und wirklich nur die letzte perfekte Rep mitnehme, weil, wie gesagt, das Training standardisiert sein sollte. Und auch wenn ich noch mit Schwung noch eine rauscranken könnte, so, das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ich möchte ja über Zeit immer eine Rep mehr machen und halt nicht irgendwie da jedes Mal irgendwelche Reps rausquetschen, die ich gar nicht messbar halten kann. Ne? So, und als letztes kommt jetzt noch ein Satz Hammer Curls, auch aufgelegt. Ja. Und dann sind wir durch. Dann haben wir wirklich jeden Teil der Pull Session ordentlich trainiert, die ganze Muskulatur durchgenommen. Ja. Und nochmal, was die Satzanzahl angeht, da habe ich zwar am Anfang schon was drüber gesagt, aber das Volumen gerade ist solide, wirklich sehr solide, um meine Muskeln zu halten. Ja? Und ich empfehle euch natürlich nicht, wie ich auch gerade schon gesagt habe, das 1:1 zu kopieren, sondern vielleicht auch an anderen Stellen, wo ihr mehr Volumen benötigt, vielleicht noch Volumen hinzuzufügen und so weiter. Ja? Wenn ich jetzt Muskeln aufbauen wollen würde, ja, würde ich vielleicht noch 1 bis 2 Sets pro Muskel hinzufügen. Ja. Und dann wäre das schon ein sehr solides Aufbautraining. An welchen Stellen muss ich dann gucken, aber das Volumen ist aktuell, wie gesagt, eher auf Erhalt ausgerichtet, Gelenkschutz ausgerichtet. Das heißt, ein bisschen weniger Sätze und ein bisschen höhere Rep-Range hier und da. Ja. Überall, wo ich halt Schmerzen zu befürchten habe. Und in circa 3 Wochen starte ich dann wieder in der Aufbauphase rein, wo ich wieder mehr Volumen mache, mehr esse, ja, anfange zu tracken, wo ich wieder richtig Vollgas gebe. So, ihr seht, in meiner Einheit habe ich praktisch jedes mögliche Bewegungsmuster abgedeckt.
Wenn ihr eins kennt, dann schreibt mal in die Kommentare, welches ich vergessen habe. Aber ich meine, ich habe alles, ja. Ich habe Rudern, ich habe Rudern breit, ich habe Rudern eng, ja. Ich habe Rudern breit, wie gesagt, Überzüge habe ich. Ich habe den Upper Back Row, Re-Dead Row, dann hintere Schulter, fliegende, ja. Ich habe jegliche Variante von Curls, ja, bis auf Reverse Curls, aber die brauche ich nicht. Und ich würde sagen, von der Effizienz her macht das schon Sinn, von der Übungsauswahl auch. Und bitte tut mir einen Gefallen, macht das nicht nach, ja, sondern überlegt euch immer, was für euch Sinn macht. Das ist mir immer super wichtig, weil ich merke das total oft, dass die Leute einfach etwas sehen und das dann eins zu eins wirklich kopieren, weil sie mit ganz vorne sein wollen. Ja. Sie denken dann so, das ist der heilige Gral, derjenige macht das und derjenige ist deswegen dann breit und ich muss das auch machen. So, ne? Aber ich würde niemals was machen, was ich nicht wirklich verstehe. Versteht ihr, was ich meine? Sondern versucht das zu verstehen, was ich hier mache. Sondern, ne? Und dann überlegt euch, macht das Sinn für mich oder möchte ich was anderes machen? Versteht ihr, was ich meine? Bitte nicht einfach nachmachen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. So, meine Freunde, das war die Pull-Session und ihr habt jetzt hoffentlich sehen können, wie man den Lat trainiert, die Rückenbreite, sage ich mal, ne? Wie ihr den Upper Back trainiert, wie ihr eure hintere Schulter trainiert, wie ihr euren Bizeps, eure Armbeugemuskulatur trainiert, wie ihr aber auch ja, abgrenzen könnt, wie ihr was trainiert. Ja? Arm zum Körper führen, Rückenbreite, Schulterblätter bewegen, Rückendichte, Schulterblätter nicht bewegen, Arm weg vom Körper führen, ja? Beziehungsweise ja, zur Seite, hintere Schulter, egal ob rudern, ohne Schulterblattbewegung oder ja, Butterfly-Reverse-Bewegung. Das war hoffentlich jetzt ersichtlich, also wie die Übungsauswahl sozusagen angepasst werden muss oder wie es aussehen könnte. Es muss nicht so aussehen, es könnte auch völlig anders aussehen. Weil ihr wisst ja, das sind nur Bewegungsmuster. Ihr könnt alles Mögliche im Gym machen, was euch zur Verfügung steht. Wenn ihr der Meinung seid, das gibt euch einen guten Reiz, ja? Sucht euch ein paar Übungen für den Upper Back, vielleicht ein bis zwei, ja? Sucht euch vielleicht zwei bis drei für den Lat aus, ja. Sucht euch ein bisschen was für die Arme aus und die Beugemuskulatur und ein bisschen was für die hintere Schulter und dann ja, stellt euer Pull-Training zusammen, so wie ihr das denkt. Macht, fangt an mit ein bis zwei Sets pro Muskel bzw. pro Übung. Insgesamt vielleicht pro Session so vier bis sechs Sets pro Muskel. Und dann trainiert erstmal eine Zeit und dann könnt ihr hier und da noch ein Set adden. Also zum Volumen, wie gesagt, irgendwas so zwischen 4 und 6 Sets macht Sinn, ja, also harte Sets, tief ins Muskelversagen, mit langer Pausenzeit, da seid ihr eigentlich richtig aufgehoben, ja. Wenn ihr der Meinung seid, ihr trefft den Muskel nicht richtig, dann könnt ihr vielleicht gerne noch ein Set dazu packen, aber lieber ein bisschen zu wenig als zu viel, weil wenn ihr zu viel macht, dann stagniert ihr eher, weil dann hat es negative Auswirkungen. Wenn ihr aber einen Ticken zu wenig macht, hat das keine negativen Auswirkungen. Ihr wachst einfach nicht 100%, sondern vielleicht 90 oder 80%, versteht ihr, was ich meine? Und es ist immer besser, einen Ticken weniger zu wachsen, als zu viel zu machen und sich damit das Training kaputt zu machen, weil sich die Erschöpfung langfristig ja, auf die anderen Einheiten überträgt und den ganzen Kram, der entsteht, wenn man einfach generell zu viel arbeitet. Genau, genau. Also wie gesagt, ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus meiner Pull-Session. Ne?